So Freunde, wir sind hier zwischen der Ostsee und Berlin, irgendwo auf dem Waldparkplatz. Jetzt geht's für uns ins Vogtland zu Familie, wo wir dann auch noch so ein bisschen Ostern feiern. Und der Tommy ist gut drauf. Ja, aber wir haben noch ungefähr 450 Kilometer vor uns. Also ist schon eine Strecke noch, ne? Aber Ostsee war gut. Ostsee war sehr gut. Wir haben jetzt übrigens schon Sonntag, Ostersonntag. Hallo, wir sind Anna und Dennis und unser Sohn Tommy hat frühkindlichen Autismus. Ein Leben zu Hause ist mit Tommy unvorstellbar und äußerst schwierig. Doch er liebt das Autofahren. Also haben wir uns letztes Jahr dazu entschlossen, ein Van auszubauen und so oft wie möglich mit Tommy die Welt zu entdecken. Und wir sehen, es hilft ihm. Es hilft ihm sehr. Er entwickelt sich und ist überglücklich. Also sei dabei, abonniere unseren Kanal. Bis dann. Anna macht jetzt noch so ein kleines Mittagessen. Ne, kalt, ein paar Brötchen. Und dann geht's schon weiter. Hui. Und wir sind jetzt in Zwickau am Schwanteich. Gehen mit den Eltern so ein bisschen spazieren. Das Wetter ist nicht mehr ganz so gut, sehr windig. Hinten im Hintergrund seht ihr einen Zwickauer Dom von der Altstadt. Ja. Zwickauer Ziege, genau. Mal sehen, wie lange das Wetter noch durchhält. Vati, da macht schon wieder eine Pause. Ja, aber schon die erste läuft Pause. Schon ganz gut. Ah, läuft gut, genau. Also besser. Naja. Jetzt sind wir bei der Piepmatzin und die Anna denkt, die kann mit den Vögeln reden. Sprech mal zu den Vögeln, Anna. Hallo. Hallo. Nee, du musst piep, piep, piep. Oh nee. Und hier ist so viel Bock. Guck mal die kleinen Vögelchen hier an. Karmingimpel. Ja, so klein. Ziegenbock. Und da haben wir noch einen Ziegenbock. Genau. So. Meine Mutter streichelt den Ziegenbock. Mal sehen, was Tommy dazu sagt. Nicht. Ja, hallo. Ist er. Nee?
Wisst ihr zufällig, was das für ein Baum ist? Der hat so schöne Blüten. Ich dachte ja schon fast eine Magnolie. Aber ist es nicht. Weiß bestimmt jemand von euch. Hier, liebe Freunde, war, wo ich ein Kind war, wo das noch DDR war, stand hier oben ein Schloss. Ne? Das war ja das Schwanenschloss, was eigentlich genutzt wurde für Pioniere damals oder für Kinder. Und man konnte immer hierher gehen und hat hier immer was erlebt. Ne? Und ich kann mich auch erinnern, da war beim Kindertag, war hier der ganze Schwanteich, war halt mit irgendwelchen Veranstaltungen, Spielen. Ja, naja. Aber man hat das dann irgendwann weggeräumt, wie es halt so ist. Ne? Herzliche Grüße vom Schwanenschloss, vom Schwanteich. Mensch. Senkung abgerissen werden. Ja, Freunde, und das ist das Schwanenschloss oder unser ehemaliges Pionierhaus. Und hier sehen wir auch die Begründung 1977. Ne, nicht 77. Wann wurde das abgerissen? 80. Hier, 1993. Wegen Baufälligkeit. Ne? So was kann man ja nicht erhalten, das muss ja abgerissen werden. Ganz, ganz wichtig. Ja, da habt ihr das auch mal gesehen, ne? 1473 bis 1477. Im ersten Stock war Tanzsaal gewesen. Ja. Naja. Ab 52 war das Schlossplan 5 Jäger, Jäger. Ab 77 spielen wir aus. Aber es ist doch schon mal schön, dass sie noch Bilder davon haben. Ne? Ja, ja. So, und da wir das Schwanenschloss nicht angucken können, gucken wir jetzt mal die Freilichtbühne an. Mal sehen, was wir da heute davon sehen. Ich glaube, wir gucken jetzt keine Freilichtbühne an, weil es alles abgeriegelt. Kenne ich so auch nicht. Aber ach, wahrscheinlich, weil hier drinnen saniert wird. Also sieht zumindest so aus. Bauarbeiten. Spider Murphy Gang, Münchner Freiheit, Heinz Rudolf Kunze, Olaf Böhme. Ja. Gehst du zu Heinz Rudolf Kunze? Auch noch Vincent Weiß. Wer? Vincent Weiß. Vincent Weiß. Ich dachte, er ist schon tot. Ja. Schottische Musikparade. Naja. Dann mussten wir durch Kinder
der Sportkunde in der Sprösslinger-Ecke auch schon gleich rammeln. Da muss man die Treppen hoch, runter, hoch, runter. Ich kann dir das sagen, und das Freitagnachmittag. Ja. Schattenkanal voll. Ja. Die Leute waren alle spazieren, immer mussten hier rumrammeln. Ja. Wenn ihr mal Historisches zum Thema Zwickau hören wollt, könnt ihr hier eine Stadtrundfahrt buchen. Aber alles andere, das ist schon lange. Ja. Was sie nicht umbenannt haben. Ja. Humboldt. Schulgedenklaufbräuch. Gedenklaufbräuch, ja. So, machen wir heim. So, wir machen jetzt heim, Kaffee trinken. In der Stadt ist alles aufgeräumt. Ja, jetzt sind wir hier oben, wo das Schwanenschloss stand. Und was sie erhalten haben, weil das darf man ja nicht wegmachen, ist eine Quelle. Die Quelle gibt es noch, natürlich abgeschlossen. Das ist doch das Schöne am Frühling, ne? Wie alles wieder zum Leben erwacht. Und guckt euch diese Magnolien an. Oh. Und die sind auch so schnell wieder weg. Aber jetzt stehen sie schön in Blüte und das sind so schöne Farben. Und gerade vor solchen alten Gemäuern. Ein absoluter Traum. Ja, liebe Freunde, heute zum Ostermontag. Wir hatten einen wunderschönen Tag bei meinen Eltern. Stehen jetzt auf dem Stellplatz. Und guckt mal, wir haben jetzt sogar Rosmarin im Auto. Und jetzt schauen wir mal raus. Ja, nach den letzten Tagen mit schönem Wetter wird es jetzt windig und auch kühler. Aber naja, das stört uns alles nicht. Wir genießen jetzt noch ein schönes Filmchen. Ich schneide noch ein paar Videos und dann fliegen wir ins Bett. Aber so gemütlich ist es bei uns. Beneath the starlit sky, our love's secret line, like leaves we soar so high. Beneath the moonlight, soft touch your hand in mine, gets me every time. Lost in the city lights, our love's electric right. You make me feel alive. I know July is gone. You make me feel at home in the neon glow. As the leaves change color, I dive into you. When summer's fading, there's nothing.
Freunde, hier seht ihr mal Modus im Camper, Jäger. Wie Tommy im Camper drauf ist. So entspannt am Morgen und das über Stunden. Da schaut sich sein Jäger. Trickfilm. Und dann liegt er und strahlt er und freut sich. Ja, alles nicht nur für ihn entspannt, ne? Auch für uns extrem. Jetzt wird er küschen, oder Tommy? Naja, fein. Guckt mal, wie er strahlt. Und das ist das Schöne. Jäger. Und das haben wir durch das Vanlife für uns entdeckt. Na, Osterhase? Freunde, wir haben noch ein bisschen altbackenes Weißbrot und jetzt gucken wir mal, ob der Tom hier irgendwo ein paar Enten füttern kann. Vielleicht sogar einen Schwan oder einen Esel. So, die ersten Enten haben wir gefunden. Hier, Anna, oder da, ja. Er isst selber. Auch nicht schlecht. Die Anna gibt mir was zum Entenfüttern, er isst selber. Kommen hier alle angeflattert. Mama mia. Hier geht's rund. Anna, gib dem Tommy noch mal eine. Na, fein. Hat erstmal einen Stock reingehauen. Ui, 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 ui. Das sind Flugenten.
Oh, ich bin noch nicht gegessen. Tommy, Flugenten sind die besten. Das war ein Stück. Danke, danke. Today. Zack. Genau, Tommy, du Fett füttern. Ich denke, aber ich darf schwimmen. Oh, das ist aber eine schöne Ente. Guck mal, die schwarze mit dem weißen Fleck da. Das ist bestimmt eine Mischung aus diesen neuen da. Chinesischen. Chinesischen? Peking-Ente. Peking-Ente süß-sauer. Und was hast du? Fein. Zack. Immer rund damit. Ja, genau. Und dann heute Abend wieder Ente essen. Na prima, Tommy. So sind sie. Zack. Ja, Tommy, nicht reinspringen, ich habe keine Badehose an. Oh, es kommen noch die Karpfen. Schaut mal, was hier für Oschis hochkommen. Oh. Naja, also es ist nicht nur der Tommy und die Enten satt, sondern auch noch die Fische. Oh. Es fängt wieder an mit Regnen. Tommy hat noch einen Stock reingehauen, jetzt hauen sie alle wieder ab. Und wir machen auch erstmal zum Auto. Übrigens, das da hinten ist das Strandbad Lanetz. Von mir zu Hause 10 Minuten, wo ich Kind war, waren wir im Sommer hier jeden Tag baden. Jeden Tag. Jetzt kommt die Sonne wieder raus. Ja, wir haben April. Was wundere ich mich denn? Aprilwetter. Regen, Sonnenschein. Naja. Eigentlich wollen wir jetzt mit meinen Eltern noch was machen. Die sind jetzt aber noch beim Augenarzt und melden sich dann gleich. Dann mal sehen, was wir bei dem Wetter noch machen. Da oben steht der Manni.
Den haben wir vorhin frisch geputzt. Der glänzt wieder. So schön sieht er wieder aus. Sauber. Heute ist Weltautistentag. Habe ich auch gelesen. Okay. Wie viel denkst du, wie viel es in Deutschland Autisten gibt? Nee, in Sachsen. Sachsen. In Sachsen Autisten gibt. Wie viele? Viele. Wie viel denkst du? In Sachsen? Uh, 2600. Registriert, ja. Guck mal, lenkt. Opa! Artom ist auch registriert in Sachsen jetzt. Ja? Ja. Ja, die Mutter ja. Die wollen jetzt eine Studie erstellen, wie sie den Kindern richtig helfen können. Dauert bis 22.400. Auch schmeckt wirklich nicht.